Spielplatz. Aber wer redet da die? Sein Weg ins Nichts, hä? Da ist einer. Da waren mehrere. Das Auto, man gibt gruselige Geräusche von sich. Wir können wieder von der Rutsche runter. Hui, und so. Warum knistert das so? Das heißt, es ist Strahlung da. Eigentlich. Gehen wir mal direkt hier ins Haus. Enge Gänge sind zwar jetzt... Was passiert hier die ganze Zeit? Ich will keine gruseligen Geräusche. Okay, da komme ich gar nicht lang. Ich muss hier weiter. Noch ein bisschen Moon. Mal ganz vorsichtig. Da kommt was auf mich zu. War doch irgendwas. Kann man doch keiner erzählen, dass da jetzt nichts kommt. Es läuft auf der anderen Seite der Wand. Ich werde mich gleich so erschrecken. Da bin ich ziemlich sicher. Da sind welche. Wenn nichts von der Seite kommt, kann ich da von hier aus jeden Fall schon mal einen rausnehmen. Beide weg? Ich glaube ja. So, dann wieder zurück auf die Schrotflinte. Mal gucken, was hier um die Ecke ist. Bin ziemlich sicher, dass ich hier hinter mir etwas gehört habe. Scheinbar spielen mir meine Ohren einen Streich. Aber da läuft doch irgendwas rum. Kann doch keiner erzählen. Und wieder einer weg. Das läuft echt gut. Jetzt den Filter tauschen und das Ding wieder aufladen. Aber wir gehen gerade sehr munitionssparsam. Ja, ich möchte. Wir gehen gerade sehr munitionssparend vor. Also dieses Gewehr kann man im Kampf nicht nochmal aufpumpen. Okay, sehe ich noch jemanden? Nein, ich höre nur da hinten unseren Kumpel ballern. Aber das Feld hier ist mir viel zu offen. Hier vor sich Treppen. Wünscht, es wäre so. Kann man da rein? Ja, da geht's scheinbar auch weiter. Ist doch wieder irgendwas rumgelaufen. Das Problem ist, nicht alles, was hier rumläuft und so komische Geräusche von sich gibt, muss zwangsweise gefährlich sein. So. Die haben wir auf jeden Fall ordentlich getötet. Was? Na toll. Das ist ein Ort, von dem man nicht mehr rauskommt.
Ah, danke, ich habe es wieder an die Oberfläche geschafft, irgendwie. Sehr gut, dann können wir jetzt ja weitergehen. Die komische U-Bahn-Station. Danke. Sprung gar nicht. Man springt nicht sehr weit, muss ich sagen. So, Filter tauschen. Und dann mal einen Blick werfen. Es wird hier doch bestimmt nicht so leer sein. Ja, guck mal, da ist doch schon wieder einer dieser Flugsaurier, der ist da auch gelandet. Wenn ich leise bin, komme ich um den herum. Dreht mir den Rücken zu. Also ich sehe es nicht ein, gegen den zu kämpfen, wenn ich nicht muss, ne? Wenn wir auch hier entlang können. Und das sieht auch ziemlich danach aus, als könnten wir das. Komm, lass mich rein. Bitte. Ich kann auf jeden Fall das Fenster müsste ich ja mindestens kaputt machen können, aber ohne. Also hier um die Ecke sind auf jeden Fall welche. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich habe gar nicht so viel Munition. Die Kleinen da hinten scheinen mich in Ruhe zu lassen. Komm, stirb. Was seid ihr? Egal, ich glaube, das kann das sein, dass das hier ein Nest war und das sind die Kinder von denen? Dann kommen wir ja richtig hässlich auf die Welt. Perfekt, wir haben auf jeden Fall wieder neue Munition bekommen für unsere Schroti. Sieht's aus mit Schrotflintenmunition? 12 noch in Reserve. Und hier stehen ganz viele Glasflaschen. Hier hat wohl jemand Zielübungen gemacht. Gut gelöst, gut gelöst. Gefällt mir bisher. Kaum Fehlschüsse. Und die Tür ist zu. Tür ist auch zu. Hä? Oh, sag mir jetzt nicht, ich habe das hier völlig umsonst gemacht. Ach, Mann. Außer dem Typ nicht mal ein Geheimnis? Oder war das Geheimnis jetzt, dass man gesehen hat, dass diese Viecher auch Junge bekommen? Wobei mir das ehrlich gesagt herzlich egal ist, ob die Junge bekommen. Wer uns so hart angreift die ganze Zeit. Ich meine, sie suchen ja eigentlich nur Essen. Das sind ja nur Tiere, aber macht's auch nicht besser. Da sitzt der da noch. Nee, der ist sogar weggeflogen. Das ist gut. Das heißt, die. Oh. Gerade noch so gesehen. Kann ich die entschärfen? Ah, kann ich. Sehr gut. Das ist gut zu wissen. Ah, guck mal. Habe ich mir noch gedacht, dass hier noch eine ist. Was auch immer. Ah, die hätte wahrscheinlich. Ja, die hätte wieder dieses Brett fallen lassen. Warum höre ich hier Schlüssel? Schrot. Was, hä? Wer macht hier die ganze Zeit Türen auf und zu? Filter tauschen. Okay, also wir können da lang. Könnten aber auch hier lang. Und ehrlich gesagt, das hier sieht richtiger aus. Na gucken wir erstmal, was hinter der Tür ist.
Audiospieler. Jetzt ist hier noch eine Falle. Ich sehe gerade nichts. Wir dürfen scheinbar rein. Hä? Ich habe die schwere Ausrüstung genommen und bin nach Norden zur Messestation gegangen. Die haben riesige Probleme mit unseren alten Freunden. Wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, versammle unsere Männer und sag dem Oberst Bescheid. Viel Glück! Okay. Scheinbar Messe, Leute, die zur Messestation gehörten. Munition können wir nicht mitnehmen, Leben können wir auch nicht mitnehmen. Wir können hier gar nichts mitnehmen. Das war voll das coole Lager. Aber ich glaube, das bringt uns genau gar nichts. Nee, das bringt uns alles gar nichts, hier drin zu sein. Vielleicht eine schöne Aussicht. Aber wenn man auf Endzeit, Aussichten steht, dann ist das hier das Paradies. Okay, danke. Naja, egal. Wir haben es auf jeden Fall gefunden, das Versteck. Und das diesmal sogar ohne Fallen auszulösen. Bin stolz. Und das heißt jetzt, wir gucken mal, dass wir unseren Kumpel wiederfinden. Die Türen hier sind leider alle zu. Wir haben nur einen Weg. Und jetzt müssen wir sogar springen. Perfekt, geschafft. Was hatte der dabei? Da ist ein Gang. Kann hier aber noch nach unten laufen. Was aber nicht belohnt wird. Okay. Na dann. Okay, wir müssen kriechen. Ey, lass den Mann in Ruhe. Der hat noch Munition für mich. Schon wieder Filter tauschen. Ich hab jetzt die ganze Zeit Angst vor Fallen. Aber wir sollten ins erste Stockwerk von irgendwo. Hier sind wir fürs erste Stockwerk falsch. Der hatte viel dabei. Danke, Kumpel. Wir haben noch 5 Minuten nur noch an Filtern. Ich glaube, so lange Zeit dürfen wir uns gar nicht mehr lassen. Deswegen sollte ich auch aufhören, hier jeden Scheißgang zu erkunden. Sondern einfach mal weitergehen. Er hatte noch mehr. Okay, ist alles voll. Das Wasser sieht nach Wasser aus, erstaunlicherweise. Wir sind wieder draußen. Ich will keinen dieser komischen Flugsaurier auf den Hacken haben, ehrlich gesagt. Alter, ich dachte gerade, der ist böse. Ich hatte schon gedacht, du wärst hinüber. Wir sind fast da. Nur noch einen Hof weiter. Einen Hof noch. Immerhin sind wir jetzt wieder zu zweit. Ich wäre dir trotzdem sehr verbunden, wenn du ein bisschen vorsichtiger vorgehen würdest. Darf ich hier nicht rein? Scheinbar nicht. Bisschen im Müll wühlen, hat noch niemandem geschadet. Okay. Folgen wir unserem Freund hier. Da ist er nicht gern. Wer? Lass uns weitergehen. Okay. Ja. Lass uns ein Stück zurückfallen. Ja. Lass dich auch ein Stück zurückfallen. Verdammt. Nice. Ich hätte gerne deine Schrotflinte. Ist geiler als meine. Eher roten Schnee, oder?
Nice. Nice. Haben wir. Ah, ich liebe diese Schrotflinte. Da hinten ist noch einer. Wow. Zack. Okay. Aua. Okay, noch einmal. Oh fuck. Was sollen wir gegen die Viecher machen? Das muss mir nicht zweimal sagen. Nein, 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 nein. Schnell, komm rein. Puh. Okay, die Flugviecher sind echt ungeil. Als wir in den Untergrund gingen, erschreckte es mich, dass meine Stadt nun ein fremder und feindlicher Ort war. Ich hatte mich hier sicher gefühlt, in der Dunkelheit der Metro. Umso mehr, als Burton behauptete, er hätte in der trockenen Station Freunde. Freunde, ich hoffe, diesmal sind es wirkliche Freunde. Irgendwo, die Station ist unter Kontrolle der Banditen. Wir müssen leise sein und uns umsehen. Wenn wir meine Freunde nicht sehen, müssen wir weg. Ich erinnere mich an dieses Gitter. Wir müssen nur... Scheiße, da passe ich nie durch. Na gut, du bleibst hier. Und drin, wir sind gut. Halt! Wer bist du? Hey, ich brauche Licht. Ohohoho, wen haben wir denn hier? Es ist Bourbon, der Geldmacher. Und wer labert da? Bring mich zu deinem Boss. Ich habe etwas mit ihm zu besprechen. Der Boss? Aber natürlich, der Boss soll es also sein. Wo solltest du sonst hinwollen? Okay, das reicht. Sonst müssen wir ihn mitschleifen. Bewegung. Das bringen wir später zu Ende. Bewegung. Oh, Scheiße. Ja, wer solche Freunde hat, braucht echt keine Feinde mehr. Die letzten Freunde von Bourbon waren auch nicht der Brüller. Schau mal, ob er etwas vergisst. Ich sehe seine Sachen nicht. Yeah. Hier gibt es nichts als Ratten. Na gut, dann gehen wir. Ungeil. Ich muss ja aber leider jetzt ganz kurz eine Aufnahmepause machen, denn aus irgendeinem Grund brechen meine FPS gerade ein. Ich muss mal eben gucken, woran das liegt. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass meine FPS jetzt stabil bei 60 liegen. Und wir haben hier die AK von ihm liegen. Ja, will ich dafür jetzt die Schroti weglegen? Komm, gegen die Banditen. Nutzt uns die AK mehr. Aber ich setze erstmal wieder auf unser Sneaky-Gewehr hier. Zack. Fuck, ich hab verfehlt. Muss mich wieder zurückziehen. Werden jetzt ihren einen toten Kumpel da finden. Dürfen nicht rausfinden, wo ich bin. Hä? Warum ist der Typ gerade gestorben?